Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Northgard, der Geschichtsmosus 2.0. Wir sind jetzt bei Kapitel 8 und das ist das Kapitel Wettkampf. Wir sind die ersten Menschen vom Festland, die diese Region betreten. Wir müssen uns wahrscheinlich durch die feindselige Wildnis schlagen. Bonusziele gibt es noch nicht. Und wir können uns jetzt aussuchen, mit welchem Clan wir losziehen wollen. Na, da haben wir ja den Wolf, die Ziegen, Hirsch, Rabe oder Eber. Und ich würde sagen, wir nehmen den Hirschclan. Na, wir gehen auch mit Bran. Schwierigkeit haben wir immer auf normal. Na, und ich würde sagen, wir starten einfach rein. As we marched deeper into Northgard, Svarn wondered if the Regal Horn, the symbol of my royalty, could really be Jallarhorn, Heimdall's famed instrument, said to herald Ragnarok. It would make sense. Vedrung had killed my father and stolen my heirloom to end the world. My arch nemesis gave me all the reasons in the world to hate him. Northgard had already thrown a great many trials at us since we first set foot here. But the one we would encounter next was not of these lands. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Gletscherseen werden gestaltet. Na, mal gucken. Ich muss sagen, ich bin stolz, dass wir die ersten Festlandbewohner sind, die sich so tief ins Innere von Northgard vorwagen. Tja, also sieht so aus, als wäre uns jemand vorgekommen. Seid gegrüßt, ich bin Borgild vom Bjarki und gehöre dem Bergclan an. Seid gegrüßt, ich bin... Ihr seid meine neuen Diener und könnt sogleich mit der Feldarbeit beginnen. Haha, unverschämtes Weibsfeld. Wisst ihr nicht, wer dieser Mann ist? Aber natürlich kenne ich ihn. Das ist Rick, Sohn des verstorbenen Hochkönigs Hagorov. Haltet ihr mich für Pöbel? Dann wisst ihr, dass er euer König ist und das... König? Welcher König? Ich sehe kein königliches Horn. Kein königliches Horn, kein Hochkönig. Wir kommen beide vom Festland und sind hier, um Northgard zu erobern. Ich könnte genauso gut eine Anwärterin auf den Thron sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Bitte Brand, leider hat sie recht. Ohne das Horn bin ich nicht offiziell Hochkönig. Borgild, was wäre nötig, damit ihr mich als euren rechtmäßigen Herrscher anerkennt? Also, ich sage, wir treten in einen Wettkampf gegeneinander an. Der Clan, der die grandioseste Heldentat vollbringt, gewinnt und stellt den Hochkönig oder wohl eher die Hochkönigin. Doch der Verlierer muss das Knie beugen und dem Sieger jeden Wunsch erfüllen. Grandiose Heldentaten? In Sachen Ruhm steht ihr bei mir auf sehr schwammigem Boden. Gebieter Rick, beschämen wir sie? Einverstanden, ich nehme die Herausforderung an Bord. Hervorragend. Ich muss gestehen, ich war zunächst gegen diese ganze Sache. Jetzt würde ich aber eher sagen, sie soll für ihre Anmaßung büßen. Das höre ich gern. Eure Ressourcen und Skalden werden gute Verwendung finden. Möge dieser Wettkampf in die Geschichte eingehen. Ha, ihr seid mutiger als erwartet. Das wird noch interessant. Viel Glück, wandloser König. Ihr werdet es brauchen. Gewinnt den Wettkampf, indem ihr... Moment. Der Wettkampf. Um Borgel euren Wert zu beweisen... Um sie dazu zwingen, euch als Hochkönig anzuerkennen, müsst ihr euren Ruhm erhöhen. Seid dabei schneller als sie. Viele Leistungen bringen euch Ruhm ein. Die Kolonisierung von Lagern, das Erlegen gewaltiger Kreaturen und natürlich die Weiterentwicklung eures Clans. Ja, Halleluja. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt erstmal einen Speerlager. Machen wir Standard-Speer. Weil wir haben genug Holz. Dann machen wir erstmal, glaube ich, die Umlaufs. So, Herr Speer, dann mach mal auf.
weil ich habe so die Befürchtung, dass ich direkt hier einen Wald habe. Weil wenn ich den nämlich habe, baue ich da nämlich den Holzfäller hin. Wäre Blödsinn. Hier oben ist auch noch grün. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir den Holzfäller hier oder dahin bauen. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Krieger, das ist gut. Keine Holz. Siehst du mal. Ein Wald. Da ist ein Wolf. Kannst du mal den Wolf erledigen? Tun wir mal den Gefallen. So. Nehmen wir das gleich ein. Und dann bauen wir hier direkt ein Holzfällerlager. Weil bevor wir kein Holzfällerlager haben, können wir nämlich nichts anderes bauen. Zack. Was haben wir da? Hier ist auch wieder nichts. Das ist ein Weg. Aber groß essenstechnisch haben wir ja noch nichts, ne? Oh, die ist schon bei 40. Guck mal. Jetzt schon mehr Gebiete eingenommen, glaube ich. Ah, macht nichts. Bauen wir gleich irgendwo eine Skalde hin. Und dann da ist Essen und Stein. So, erstmal Holz. Hier ist nichts. Doch auch ein Wolf. So, dann nehmen wir das ein. Essen. Du gleich mal dahin. Oh, wir brauchen eine Heilerhütte. Heilerhütte ist, glaube ich, direkt das nächste, was wir uns holen. Oder was wir uns bauen. Ich glaube, wir brauchen nur einen Holzfäller. Da ist noch einer, ne? Druckbar. Oh, zwei Schafe. Hier sind Fische. Da sind Schafe. Kann ich mich gegen den einen Druckbar da durchsetzen? Müsste er eigentlich schaffen, ne? Weil das Ding geht rum. Ja, mach du mal erst das noch fertig. Das Ding hier gibt rum. Können wir hier noch was reinsetzen? Also hier würde noch ein Haus passen. Eine Heilerhütte wäre auf jeden Fall. Du da. Da ist die Heilerhütte. Das stimmt, die haben wir ja da schon hingebaut. Und ein Heiler, bitte. Skalde haben wir auch schon. Hier ist, glaube ich, Schafe. Guck mal hier hin, Schäfchen. Nee. Dann werden wir, denke ich mal, gleich den da einnehmen. So, wir haben zwei Holzfäller. Wir haben zwei Bauern. Schmiede sollten wir ziemlich schnell machen. Aber ich denke, wir machen erst noch die Fischhütte. Genau.
Da ist auch noch nichts drin. Ne, das hätten wir jetzt. So, Fischhütte. Muss auch sofort dran. Ne, ich brauche noch einen. Fischerhütte und das nächste ist ein Wohnhaus. Wohnhaus ist auch ganz wichtig. Vielleicht bauen wir hier noch ein. Aber weißt du, was wir, glaube ich, hier noch reinbauen? Weil hier Bäume sind, vielleicht noch mehr Holzfäller. Produzieren mehr Holz. Das ist immer gut. Mehr Holz ist immer gut. So. Genau, baust jetzt noch ein Häuschen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Fischer. Wenn die fertig ist, geht die auch noch mit da rein. So. Hört auf, euch zu beschweren. Meine Güte. Ja, ich würde sagen, hier machen wir noch eine Holzfällerhütte rein. Mehr Jüttner. Uns mit der Hilfe von Han mit ihnen anzufreunden oder sie abzuschlachten und den Land zu beanspruchen, würde uns beides mehr Ruhm einbringen. Das ist im Prinzip eine moralische Zwickmühle. Die Entscheidung liegt bei euch, Jupiter. Ihr Vertrauen zu gewinnen wäre langwierig und würde einiges an Nahrung kosten. Doch würden wir einen mächtigen Verbündeten gewinnen, um weitere ruhmreiche Taten zu vollbringen. Sie umzubringen wäre schneller, aber auch gefährlicher und wenig einträglich. Ich muss über beide Möglichkeiten nachdenken. Alles klar. Denkt nach darüber. Ich mache hier erstmal weiter. Wo ist denn mein Dorfbewohner? Da ist mein Dorfbewohner. Wann kommt der nächste? Das dauert noch ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Skalden reinpacken. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen mit Holz. Was jetzt? Irre ich mich oder wird es kalt? Oh ja, der Winter naht. Ihr habt bestimmt vor, die kalte Jahreszeit vor der Feuerstelle zu verbringen und heiße Suppen zu essen. Wie aber nicht, mein Clan blüht im Winter auf. Wir werden nicht müßig rumsitzen und ihr solltet das auch nicht. Keine Sorge. Das wird unsere Aufgabe nicht erleichtern. Sie hat recht. Wir können uns keinen Winterschlaf leisten, sonst geraten wir ins Hintertreffen. Okay. Naja, noch halten wir uns ganz gut. Brauchen auf jeden Fall nochmal einen Holzfäller. Festmal würde mich 150 gleich kosten. Der Verbrauch wird auf jeden Fall gleich steigen. Aber jetzt im Winter brauchen wir hier nicht. Die sind gar nicht so weit weg, die hier, ne? Ne. Das ist Kaya, ne? Der Panzerbär. Entschuldigung. Ein Wyvern. Mein Vater prahlte früher immer damit, wie er auf seine Reisen gegen eine gekämpft hat, aber ehrlich gesagt glaubte ich nicht an ihre Existenz. Ein solches Monster zu erlegen, wäre es würdig, von einem Skalden besungen zu werden. Ich lasse mich aber nicht leicht unterkriegen. Schickt also bitte genug Krieger. Er wird bestimmt nicht kampflos aufgeben, Krieger. Macht euch bereit. Ja, wenn er jetzt nicht angreift, hier, oder? Ich bitte.
Ah, jetzt ist ein Wolf hier drin, guck mal. Ja, jetzt im Winter ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wo ist denn mein Speer? Kannst du mal hier aufdecken? Wo ist denn der? Ah, da hinten. Mein Junge. Aber er hätte auch hier aufdecken können. Deck mal lieber hier unten erstmal auf. Hier ist noch Platz für ein Gebäude. Brauchen auf jeden Fall nochmal ein Silo. Ich schicke die mal darüber, die kann auch da drüben sammeln. Hier haben wir keinen Platz mehr. Hier ist kein Platz mehr. Hier passt noch ein Wohnhaus. Und eine Skalde gleich noch rein. Muss. Ihr geratet den Zittertreffen, holloser König. Habt ihr die Wettkampfregeln auch wirklich verstanden? Ja. Ich gebe euch bloß einen Vorsprung. So, hier bauen. Vielleicht sollten wir hier lieber die Kriegerhütte bauen. Haben wir schon Stein? Nee, haben wir noch nicht genug. Stein brauchen wir, Holz haben wir. Was ist hier? Zwei Wölfe. Komm her. Gucken wir mal. Sollte er was schaffen. Ah ja, das schafft er. Hundertzehn, ja klar. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Könnten aber mal. Wo? Ach da. Ja, ich bin dafür, wir bauen noch mehr Skalden. Auf jeden Fall da, wo welche reingehen. Die hat uns nämlich überholt, die junge Frau. Aber wir haben gar keinen Heiler, oder? Doch, haben wir. Wir da noch mal eine Hütte hin. 140. Also, wir brauchen Krieger, ne? Ist sie fertig? Ja. Folge deinem Häuptling. Läuft die automatisch los? Wo ist der? Da ist er. Ja, dann geht ihr beide mal hier rein. Jawoll. Ich krieg dich.
Nee, die muss erst noch. Ach, guck mal. Das sind drei. Ist hier irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Turm rein. Auch mal kurz den Turm. Skullen produzieren mehr. Guck mal, da haben wir sie gerade mal ein bisschen überholt. Da sind zwei. Boah, wir müssen das Ding aufwerten, ne? So. Einmal. Speerlager aufwerten, damit der auch woanders hinkommt. Neuer Gebäude. Und Felder. Jetzt hat es schon wieder keinen Stein. Haben wir noch irgendwie Stein zum Abbauen? Ist der noch dabei? Ja, ist er noch. Haben wir denn die nächste Steinader? Eisen. Du gehst da. Rufen wir nochmal einen ab. Das muss jetzt. Und du gehst noch mit da rein. Also was wir suchen ist Stein. Da ist eindruckbar. Da könnten wir noch einmarschieren. Und den könnten wir gleich töten. Ach, da sind zwei drin. Ja, da brauchen wir glaube ich ein bisschen mehr. Da brauchen wir, glaube ich, gleich ein bisschen mehr. So. Haben wir eigentlich schon so eine Kriegshütte hier? Wo ist denn mein Portal hier nach Helheim? Komm mal her. Ich muss erstmal da oben bauen. Und ihr beiden müsst hier hin. Oh, wieder sieben Steine, ne? Ich glaube, wir sollten uns irgendwo noch einen so, die beiden sind da drin. Der ist da dran. Immer noch kein Schmied, ne? Können wir den 100er abzweigen? Ja, komm. Sind unsere Leute gut gelaunt? Ja. Wunderbar. Münzwesen, wir können jetzt handeln. Du kannst jetzt hier hin. Kann ich überhaupt hier durch hier rüberlaufen? Nee, ne? Nee. Wo ist mal. Herr von uns zu Speer, können Sie das mal aufdecken?
klar, also machen jetzt auf jeden Fall erstmal Bauer. Skalde macht auf jeden Fall mehr. Ach, guck mal, Relikte können wir gar nicht bauen. Können wir gar nicht bauen. Schade. Ich dachte. Na gut. Geht also nicht. Eisen. Tu mal hier hin. Wo? Ach, das Portal. Siehst du, den hätte ich gar nicht abrufen dürfen. So, mach den fertig. Hier sind auch noch so Sachen zum Ab. So, jetzt aber. Jetzt er hier. Ich will das Eisen. Hier ist Stein. Machen wir uns alles fertig gleich. Wahrscheinlich wäre das Stein sogar. Wäre Stein sogar sinniger. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ne, du bleibst da. Wir gehen dann hier rein. Hier gibt es Essen und Stein. Jetzt brauchen wir 240, ne? Wie viele Schafe habe ich? Ja, wir haben eine Menge Schafe. Schlachten. Schlachten. Noch ein Schlachten. So, die Leute happy machen. Haben wir genug Holz? Ja. Ja, sollte. Nee. So, beide da rein. Das Ding kommt weg. Habe ich noch irgendwo so ein Ding gebaut? Ich glaube nicht, ne? Bergbau? Haben wir nicht. Dann kann er aber schon mal hier hin. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen. Da! Madame holt auf, guck mal. Madame holt auf. Beide aufs Feld. So. Sobald der Winter vorbei ist, versuchen wir das obere Gebiet hier einzunehmen. Weil wir haben auch nicht mehr genug Holz. Deswegen. Müssen auch die Häuser, glaube ich, nochmal aufwerten. Ja. Was ist das hier? Eine Truppergruft? Ja, müssen wir auch noch besiedeln. Aber das Eisen wäre jetzt, glaube ich, erstmal ganz interessant. Dann machen wir hier die Gruft. Ich meine, hier haben wir den Riesen. Und da haben wir die Dings. Oh, da ist jetzt. Da haben wir Torstzorn. Ja, ja. Kriegen wir. Das ist ein Bär. Ich weiß ja nicht, ob Uschi uns angreift oder nicht. Oh, die holt uns gerade wieder ein. Ein neues Jahr. Ja, das geht ja ziemlich schnell mit dem Essen. Hey, mächtiger Hochkönig, ihr scheint etwas überfordert zu sein. Also lasst mich euch einen Rat geben. Macht es wie ich. Dadurch habe ich euch überholt. Verflucht hält dieses Weib nie den Mund.
Lassen wir uns nicht von ihrem Spott ablenken, obwohl ich zugeben muss, dass sie äußerst lästig ist. Ja, ist sie. So habe ich euch überholt. Naja, gute Frau. Wo ist das hier? Den Krieger mal da rein. Ihn lasse ich hier drin stehen. Hat er mir schon einen Fischer weggemacht, ja? Boah. Ach, Quack. Da. So, Herr Schmied. Sie haben ja, glaube ich, im Moment nichts zu tun, ne? Ja. Dann kann ich sie auch in der Zwischenzeit mal sammeln schicken. 3:30. So, und ran. Gleich eine Bergbauhütte bauen. Da geht noch einer rein. Da sind zwei. Da sind zwei. Warte mal. Da ist meine Kriegshütte. Ja, die zweite Kriegshütte. Ach, dass der auch immer sterben muss. Nee, wir machen nicht zwei davon. Du gehst hier mit rein. Sobald der da fertig ist. Warte mal, wir brauchen noch einen Krieger. Eins, zwei. Machen wir erstmal das. Alle zum Häuptling. Da gibt es auch wieder 50. Vielleicht sollten wir jetzt langsam mal gucken. Ich meine, Stein haben wir. Haben wir den einen Stein noch? Und dann schicke ich den erstmal zum Eisen. Weil wir brauchen das Eisen, um unsere Waffen zu upgraden. Ey, der hat gerade was reingeworfen. Den kannst du jetzt wohl 15 machen, oder? Hör mal. Jetzt. So. Hier. Geh mal ran hier. Oh, warte. Das ist gerade nur... So, ran da. Genau, das sind 4 Stück. Sollten eigentlich ziemlich schnell alle auf den Daumen gehen. Einen Krieger haben sie mir weggemacht. Ah. Oh. So. Oh, wir haben keine Silos, ne? Kann man hier irgendwas machen? Nö. Gehört einfach nur uns. Also wir könnten die beiden... Aber die haben beide so unglaublich viel Leben.
1818, ja. Was haben unsere? Noch nicht so viel. Aber man könnte ja zum Beispiel noch einen Knappen bauen. noch eine Skalde bauen. Noch ein Wohnhaus. Dann bauen wir das Wohnhaus. Ah, guck mal, hier sind noch mehr Schafe. Naja, eins. So, aber mittlerweile irgendwas zu schmieden. So, Perle, du bist jetzt unser Schmied. Kriegsmeute. Wir brauchen 10 Eisen. Ja, die dürfen wir ja gleich haben. Die Gebäude haben wir noch nicht. Weil dann kann der Schmied nämlich schon mal das erste Teil anfangen zu schmieden. Ich meine, hier sind ja noch, guck mal, die Adern. Was nö. Noch eine, die Legenden zufolge sind die Purpurroten noch gefährlicher als die Blauen. Er sieht wirklich stärker aus. Wir sollten es nicht leichtfertig mit dieser Bestie aufnehmen. Wir müssen vermutlich noch mehr Krieger in den Kampf entsenden. Ja, müssen wir. Ach, guck mal, da sind die anderen. Die laufen von da rum. Okay. So, hat er das fertig gemacht hier? Wo ist er? Da. Du musst da rein. Jawohl. So, jetzt brauchen wir die Dorfbewohner, damit die hier alles reparieren. Oh, wir haben kein Holz zum Reparieren. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. So, reparieren. Das wird repariert, das wird repariert. Haben wir noch irgendwas, was hier brennt? Nö. Wenn der Turm ganz ist, alles okay. Suppi. Dafür hat der wieder nichts zu tun. Geht da mal hin. Da müssen wir gleich mal gucken. Schön folgen. Wir probieren es gleich mal. Danach gehen wir hier rüber. Da kommen sie nämlich schon, seht ihr? War, glaube ich, erstmal nichts bauen. Aber was wir machen sollten, bevor wir hier. Das ist braun schon an der Grenze? Jo. Sollten wir uns vielleicht wirklich gleich erstmal die. Das ist der Kriegshauptmann. Ah, er ist dabei. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten erst hier hingehen. Damit wir denen da den Weg abschneiden können.
Wobei, warte mal, wir gehen erst hier. Hier, hier, hier. Thors Zorn auf jeden Fall vorher noch. Sollten wir haben, ja. Sollten uns auf jeden Fall Thors Zorn holen. Ja, jetzt im Winter haben wir natürlich nicht genug Dings. So. Wie viel haben wir hier? 3 Wölfe. Go. Ich hab kein Holz, scheiße. Von Nahrung mit euch begonnen. Aha. Ich hätte dann doch lieber Holz gehabt. Lass den Winter vorbeigehen. So, die müssen mal kurz heilen. So, ja, bei denen hat halt der Winter tut denen halt nichts, ne? Der Winter tut denen halt nichts. Uns schon. Wenn man kurz auf die falsche Taste drückt, ne? So, jetzt aber schnell essen. Also, wir brauchen definitiv den Laden. Oh, 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 hier bleiben. So. 650. Ja, 650 sind doch ein bisschen mehr. Kriegt unser Heiler die nicht? Doch, bisher. So, und du bist alleine, das schaffst du auch hier. Den holen wir mal mit da rein. Theoretisch haben wir jetzt 2 Gebiete hier. Jetzt fängt ja auch noch an, mit Holz zu handeln. Machen wir fest mal kurz. Dann geht das hier alles ein bisschen schneller. Wir brauchen auf jeden Fall das Bärchen. Aber die beiden Zonen hier sind halt wichtig. Und Thors Zorn. Thors Zorn wäre auf jeden Fall auch wichtig. Geh du mal hier rein. Und der Krieger hier raus. Jetzt ein Krieger drin. Ein Krieger, eine Schildwache. Wo ist denn mein Axtwerfer? Da. Schildwache ist da.
Ein Krieger, zwei Krieger. Chef. Alles klar. So, 650 brauchen wir. Boah, 650 ist eine Menge. Oh, haben wir überhaupt ein Silo gebaut irgendwo? Ja, haben wir. Wir haben ein Silo. Aber ich würde vielleicht sagen, wir werten mal eben das auf. Warte mal, wir haben doch hier so viele Bauern, ne? Bauern haben wir gemacht, Holzfäller haben wir. Fischer? Kriegsmolte, ja, da brauchen wir wieder Kohle für. Haben wir nicht einen Händlerposten irgendwo hingesetzt? Nee, wir haben keine Händlerposten. Aber ich werde noch mal einen zweiten Heiler reinsetzen. Und noch einen Speer. Weil die zieht uns gerade davon, ne? So ein bisschen. Kriegen wir hin. Hat sie das Gebiet hier gerade leer gemacht? Nee, hat sie nicht. Das sind ihre Speer, die da durchlaufen. Guck mal. Also wir müssen definitiv dann hier Türme setzen, wenn die jetzt so nah kommt. Das können wir noch aufwerten. Brauche ich aber auch noch 10 Steine für. Wo ist der Handelsposten da? Einer, zwei, Handelsroute, Haupthandelsposten. Ein Borkelt würde am meisten geben. Auch Holz? Ja. Aufwerten. Hier. Drauf da. Und das Fischerdorf. Ja, da brauchen wir 10, ne? 5 Leute sind krank. Ja. Kriegen wir hin. Das Ding nehmen wir als nächstes. Oh, 700 und. Müssen wir mal gucken, ob wir es vom Winter noch schaffen. Weil. Das Problem ist, wir müssen ja auch noch. Also, erstmal müssen wir die Leute alle gesund kriegen: die Verletzten und die. Schaffen die Heiler das? Wir brauchen mehr Wissen. Da heil den mal ein Stück hoch. Den Heiler ein Stück hoch.
Jetzt könnte wieder den Krieger hochheilen. So, du hast nichts zu tun, ne? Dann gehst du. Die Skalden sind alle voll, ne? Hier, da muss noch einer rein. Ja, der Winter kommt gleich. Ich glaube, wir werden es vorm Winter nicht schaffen. Warte mal, wo habe ich denn hier Holzfäller? Da. Ich glaube, da muss noch einer rein. Wie viel Eisen hat der? Ja, das ist auch genug. Hat der hier noch was zu tun? Holzfäller vielleicht? Hier, mach mal mehr Holz. Mehr Crowns. Seefahrer. Reicht erstmal. Da hat er erstmal zu tun. Im Winter plus 2 haben ist schon gut. Können wir irgendwie Steine kaufen? 5 für 200. Das wird wohl nix. Wie sieht's mit den Händlern aus? Ja. Holzfäller. Ja, dann machen wir den Händler zuerst. Der sieht schlimmer aus wie der. Dann machen wir den. Wie, einer ist noch krank? Ach du, dir geht's nicht gut. Holen wir den mal da rein. Achso, der ist geschwächt, weil er Winter. Ja, ich muss jetzt den Handel mit Holz mal abbrechen. So, Pelzmäntel. Jetzt müsste es dem Krieger auch gut gehen. Ja. Ich denke. Haben sie das schon eingenommen? Nee, haben sie noch nicht. Ah, den haben sie sich jetzt geholt. Wir holen uns den gleich. Aber erst holen wir uns noch den. Der Winter ist gleich vorbei. Der Winter ist gleich vorbei. Winter ist nicht coming, sondern Winter ist gone. So. So, jetzt aber. Sieht so aus, als würde ich gewinnen. Wenn ihr also erlaubt, würde ich gerne eine Liste der Botengänge zusammenstellen. Machen werdet, wenn ich erst mein Sklave seid. Nicht so voreilig, Thronräuberin. Noch ist nicht aller Tage Abend. Genau so sieht's aus. Hör mal, die ist ein Punkt vor mir. Einen. Jetzt sind wir gleich auf. Guck dir das mal an. So, jetzt nehmen wir gleich die ein, hier. Dann bauen wir hier einen Turm rein. Na? Und dann, wenn der Turm steht, machen wir uns daran, die Riesen wegzuhauen.
So, die Händler machen noch mehr Crowns. Guck mal, wie das beim Essen hochgeht. Zack, 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 zack. 780 brauchen wir. Ich meine, wir haben zwar zwei Schafe, aber... Wie, wir haben keinen Platz mehr? So. Handelsroute. Nehmen wir mal Holz, oder? Mit unserem Händlerposten. So. So. 780. Zack, zack, zack. Und meiner. Guckt auch ein Türmchen rein. Schicken wir mal hin. Ja, wir haben... Brauchen mehr Häuser, dann baut er gleich auch noch ein Haus und dann kann er da wohnen. So. Jetzt. Mal alle hier hin. Konnte ich eigentlich noch irgendwas aufwerten hier? Nee. Dann machen wir nochmal einen Schildknapper. Dann machen wir nochmal einen Axtwerfer. Und dann machen wir nochmal Krieger. Krieger sind billiger. Ich glaube, dann haben wir auch 9, ne? Alles klar. Müssten dann eigentlich eine neue... So, warten wir, bis alle hier sind. Wer ist denn verletzt? Ach, er schon wieder. Basis, Basis, Basis. Da. Dein. So, dann gehen wir mal drauf hier. Gucken wir mal. Wenn die so kaputt kriegen, wie ich mir das denke. Man bestimmt den ein oder anderen Krieger verlieren. Haben wir schon den ersten? Den Häuptling mal wegnehmen. Die gibt 250, ne? Erstmal alle zum Heilen. Würde ich sagen, bauen wir nochmal Schildknappen. Und nochmal Axt. Ja. So, Sitze. Bauen wir hier. So, die müssen gerade alle geheilt werden. Die 35.8.250. Ja, die ist noch übler. Wir nehmen die hier. Die hat 250 AP, ne? Ja. Können wir noch irgendwie eine Waffenverbesserung machen hier unten? Frau Schmiedin? Geht da noch was?
Wie lange dauert das? Da nochmal bauen. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange, bis wir darauf warten, oder? Jungenstolz. Max 25. So, kannst du da hin. Wir haben noch Platz für 3. Schildknappen sind echt teuer. Dann gibt es den nächsten hier. Im Winter gibt es einen Schneesturm. Ich würde sagen, wir stürmen jetzt einfach. So, wir töten jetzt Kaya. Nein, du sollst Kaya töten. Braves Mädchen. Es ist vorbei, gebt es zu. Ich habe euch mit euren eigenen Waffen geschlagen. Ja. Ha, euer Sieg hat ihr... Na, Weibsbild, seht ihr, wie sinnlos eure Bemühungen waren? Jawohl, ich komme da nicht mehr raus. Ihr habt meinen ordentlichen Dämpfer verpasst. Bodenloser König. So ist's recht. Erkennt ihr mich als euren rechtmäßigen König an und schwört mir eure Treue? Ja. Gemäß den Regeln des Wettkampfes unterwerfe ich mich euch. Aber eines muss klar sein. Ich werde euch erst dann als meinen König anerkennen, wenn ihr mir das königliche Horn zeigt. Geht in Ordnung. Ich kann eure Fertigkeiten in den nächsten Tagen bestimmt gut gebrauchen. Ziehen wir weiter. Ich habe erst gedacht, ich hätte jetzt verloren. Wettkampf. War schon anstrengend, ne? Was ist das hier? Kapitel Beben. Eieiei. Na gut, das machen wir bei der nächsten Runde. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.